Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht. Ich möchte euch ganz kurz ein Tool vorstellen, es heißt Papyrus Autor. Es ist für Autorinnen und Autoren gedacht und ist sehr umfangreich von der Funktionalität her. Es geht darum, dass so Romanprojekte erstellt werden können. Dazu hat das Tool eine Datenbank für Figuren, für Gegenstände, für Handlungsorte und es erlaubt auch so einen ganzen Kapitelaufbau zu strukturieren, eine Art Übersicht auch über den Handlungsverlauf darzustellen. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht, weil die etwas versteckte Perle dieses Programms, also ich will diese Funktionalitäten nicht abwerten, aber die sind wirklich nur für Menschen, die Bücher schreiben, jetzt wirklich sinnvoll. Aber was für alle von uns und insbesondere auch für Schülerinnen und Schüler sehr wertvoll wäre, sind zwei andere Funktionen. Das ist eine Stilanalyse und der Lesbarkeitsindex. Ich führe das jetzt mal vor, wie das funktioniert. Zuerst muss ich es ausschalten, sonst seht ihr es gleich. Füge hier einen Text ein. Ich habe das jetzt schon geöffnet. Das ist jetzt einfach die Schreibansicht. Die funktioniert genau gleich wie Word. Das Menü, das Design ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber völlig unproblematisch und übersichtlich. Also so geht das. Und jetzt kann ich hier bei Autor, kann ich Stilanalyse einschalten. Und jetzt seht ihr, was passiert ist, nämlich hier bei hervorragend, das wurde durchgestrichen. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann stellt mir das Programm die Frage, ob dieses Adjektivadverb die Aussage wirklich verstärke oder ob es gelöscht werden könnte. Jetzt, ich habe den Podcast gehört, muss ich jetzt noch sagen, dass er hervorragend ist. Ja, vielleicht nicht nötig, also ich streiche das mal, der Text wird kürzer. Super, jetzt. Ich habe ihn ganz gehört. Auch hier wieder die Frage jetzt vom Programm. Bläht dieses Füllwort den Text auf und kann gestrichen werden? Nee, weil ich habe den Podcast wirklich ganz gehört, zuvor nur in Auszügen. Das ist nicht ein Füllwort hier, sondern es sagt genau das aus, was ich sagen will. Dann weiter unten jetzt grün umrandet. Da geht es um die Schreibung. Ist das jetzt richtig geschrieben? Und warum es grün umrandet ist, also es ist unterstrichen rot. Das betrifft die Schreibung. Umrandet ist es, weil es eine Wiederholung ist, weil Alt-Right hier nochmal vorkommt. Seht ihr auch hier Ideologiekritik kommt mehrmals vor, hier unten wieder. Oder Jecki kommt mehrmals vor, weil Rahel Jecki die Autorin ist, die ich da mehrmals zitiere. Und so wirft eigentlich diese Stilanalyse einen Blick auf die blinden Flecken, die ich beim Schreiben habe, auf die stilistischen Probleme, die vielleicht auftauchen, wenn ich einen Text schreibe. Und wenn ich jetzt so Markierung für Markierung durchgehe und meine Korrekturen vornehme, dann wird der Text deutlich besser in meiner Erfahrung, wenn man das so macht. Diese Stilanalyse sucht auf dem Markt ihresgleichen. Es gibt für deutsche Sprache nichts, was ähnlich gut wäre. Es gibt ein paar Tools, die ich auch unten in den Kommentaren werde ich das noch verlinken. Ich habe mal eine Liste gemacht, mit was es alles gibt im Netz. Da gibt es Stilanalyse-Hilfsmittel, auch Lesbarkeitsanalysen, aber nichts von der Qualität, wie Papyrus Autor das anbietet. Das zweite starke Feature ist der Lesbarkeitscheck. Das betrifft jetzt Schülerinnen und Schüler nur teilweise. Die schreiben häufig recht gut lesbare Texte, aber gerade bei älteren Schülerinnen und Schülern kann es schon vorkommen, dass sie zu kompliziert formulieren. Ihr seht jetzt hier grüne Einfärbung, das bedeutet, es ist gut. Gelb bedeutet so mittelgut und rot, das ist nicht so gut. Jetzt hier werden Dinge zitiert, das Ganze ist philosophisch, akademisch, das geht ja noch, aber ihr seht so gegen Schluss meines Textes, jetzt hier. Kurz warten, bis es angezeigt wird. Schluss meines Textes gar nicht gut. Also der wird immer schwerfälliger gegen Schluss. Die Schlussabschnitte, da habe ich auch weniger gefeilt als bei der Einleitung. Da könnte man noch etwas optimieren und morgen muss ich mir das nochmal ansehen, um den Text ein bisschen besser zu machen. Jetzt super Features, die da drin sind. Was ich mache, ich habe das meistens im Hintergrund laufen und wenn ich Texte schreibe, dann kopiere ich Abschnitte da rein. Prüfe sie, nehme Korrekturen vor und arbeite dann auch in anderen Tools weiter. Also ich arbeite mit Google Docs, mit Word oder einfach direkt im Netz und checke wichtige Texte hier noch einmal. Auch Mails, die ich schreibe, lasse ich da manchmal durchlaufen, um zu sehen, was ich noch verbessern könnte. Dafür ist es super geeignet, aber
Ich würde mir eine schlankere Version wünschen, schlanker in mehrerer Hinsicht. Einerseits kostet die Lizenz recht viel. Ich glaube, es sind 200 € die ich bezahlt habe für das Tool. Und ich finde den Preis absolut gerechtfertigt. Es ist enorm leistungsfähig. Es ist State of the Art. Es kann ganz viel. Aber für mich kann ich das zahlen, aber für Schülerinnen und Schüler kann ich das nicht zahlen. Also ich hätte gern ein Abo-Modell, wo man für einen Betrag, Jahresgebühr, sowas wie ein Etherpad nutzen kann, also ein ganz einfaches Textverarbeitungsprogramm, wo man Texte reinkopieren kann und das dann überprüfen lassen kann. Ich habe mit Hendrik Haverkamp auch schon intensiv darüber diskutiert. Er ist auch schon länger als ich dran und versucht, das sowas möglich zu machen. Also wenn jemand von dieser Software, von diesem Softwareunternehmen zuhört, würde es mich sehr freuen, wenn wir eine Schullösung erarbeiten könnten. Und dann wäre es möglich für Schülerinnen und Schüler, diese Stilanalyse durchzuführen. Ich weiß, dass sowas viel kostet, aber es ist wirklich auch für für Deutschunterricht ist es ein sehr, sehr hilfreiches Tool, was vieles ermöglichen würde und wo es schön wäre, das einsetzen zu können. Was, und das hat auch Hendrik so ein bisschen mir deutlich gemacht, problematisch ist, ist, dass ich Schülerinnen und Schülern auch gar nicht die Stilanalyse ihres Textes zukommen lassen kann, weil es gar keine Exportmöglichkeit gibt. Also ich kann zwar Screenshots machen, aber dann sehen Sie hier nur dieses Ganz ist jetzt da durchgestrichen und ich gehe da mal weiter. Dann hat hier das Besonders ist durchgestrichen und das hier steht, kann die Aussage besser durch Handlung dargestellt werden. Das kommt gar nicht vor, das sieht dann gar nicht niemand mehr. Und dann ist eigentlich die Funktionalität auch dahin. Ich brauche diese Kommentare, damit ich merke, wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer? So, ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit.